Also in der Pipeline sind im Grunde genommen drei Impfstoffe. So richtig bereit stehen sie noch nicht. Zulassungsverfahren laufen bei uns ja noch. Wir haben da zwei von diesen Impfstoffen, die sind auf sogenannter mRNA-Basis. Das heißt, da wird ein Bauplan für ein Virusprotein geimpft. Da impft man in den Muskel rein und die Baupläne, diese mRNAs, die sind so konfiguriert, dass die dann sich an die Zellen andocken können. Das tun sie, indem sie so umhüllt sind von einer Fettschicht und dann eben sich anlagern können an die Zelle. Und dann können die RNAs dort in die Zelle rein. Und die Zellen können dann selbstständig dieses Virusprotein dann ablesen, was dort kodiert ist, und produzieren und dann dem Körper präsentieren. Der andere Impfstoff, der noch auf den Markt kommen wird, ist ein sogenannter Vektorimpfstoff. In dem Fall steckt dahinter als Vektor, als Vehikel, ein Adenovirus. Und dieses hat man ja im Labor gentechnisch ein bisschen verändert, sodass es nicht nur seine eigenen Proteine gebaut hat, sondern zusätzlich noch ein Protein von einem SARS-Coronavirus mit in die Zelle bringt und dann entsprechend auch Immunreaktionen auslösen kann. Also es gibt ja zwei sogenannte mRNA-Impfstoffe, die sehr ähnlich konzipiert sind. Da gibt es bei den Beistoffen zum Beispiel Unterschiede. Und vor allen Dingen ist wichtig, bei dem einen muss man die beiden Impfungen, die für die Grundimmunisierung erforderlich sind, im Abstand von 21 Tagen machen. Das ist bei BioNTech und Pfizer so oder halt auch ein paar Tage mehr, aber möglichst nicht kürzer als 21 Tage. Und bei dem anderen Impfstoff von der Firma Moderna aus Amerika muss man 28 Tage Intervall haben zwischen den beiden Einzelimpfungen. Das gilt übrigens auch für den Vektorimpfstoff von der Firma AstraZeneca, der ja auch zugelassen werden wird, sehr bald. Ja, also man soll nicht den Stab über diesen Impfstoffen brechen. Das sind schon sehr seriöse Konstruktionen und Impfplattformen. Der wesentliche Kritikpunkt ist, dass diese Impfstoffe nicht sauber in sogenannten Phase-3-Studien, das sind ja die klinischen Studien, die zur Zulassung führen, geprüft wurden. Und dann gab es die Zulassung, die ist am Ende politisch motiviert vorher oder mittendrin erzwungen worden. Und jetzt beginnen schon Massenimpfungen, ohne dass diese Impfstoffe sauber unter Studienbedingungen zu Ende getestet sind und diese Ergebnisse von unabhängigen Experten bewertet werden und auch diese Forschungsergebnisse publiziert sind. Und das ist in meinen Augen so etwas, auch wenn das wahrscheinlich gut wirksame Impfstoffe auch sind, ist das ein No-Go. Sowas kann man den Leuten eigentlich nicht anbieten. In der freien Welt wird es Probleme damit geben. Viele Leute werden sagen, das ist etwas, ich möchte kein Versuchskaninchen sein, ich mache da nicht mit. Insofern ist der europäische Weg, den wir ja auch skizziert bekommen haben, wo halt die Europäische Arzneimittelagentur, die EMA, in aller Ruhe und sorgfältig prüft und sich dann mutmaßlich Ende Dezember für die bedingte Zulassung für ein Jahr zunächst entschließen wird, das ist der richtige Weg. Das schafft Vertrauen bei der Bevölkerung. Und ohne Vertrauen brauchen wir gar nicht erst anfangen zu impfen. Also das Vertrauen in die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe und auch in die Zulassung ist ein Schlüssel, um hohe Impfquoten zu erreichen. Und die brauchen wir ja, um Herdeneffekte und Herdenimmunität zu erzielen. Also für diese vektorbasierten Impfstoffe mit diesen Adenoviren kann man sagen, dass man das genutzt hat bei der Ebola-Bekämpfung, auch ganz erfolgreich hat einsetzen können. Und diese neueren mRNA-Impfstoffe, das ist eine Technologie schon seit Jahren erforscht und wird angewendet, vor allen Dingen bislang in der Tiermedizin. Und es gibt viele Forschungsprojekte, die das auch nutzen möchten, beispielsweise im Sinne von Impfung gegen Krebs. Ja, also es gibt ganz viele unterschiedliche Konzepte, die am Ende immer darauf hinauslaufen, dass man irgendwelche Eiweiße dem Immunsystem präsentieren möchte, damit es darauf reagieren kann. Ganz klassische Impfstoffe sind für die Viren solche Lebendimpfstoffe. Das kennen wir zum Beispiel bei den Masern. Da wird tatsächlich echtes Masernvirus verimpft, ein besonderer Stamm, der auch in seiner Wirkung abgeschwächt ist.
Oder es gibt Totimpfstoffe, da hat man dann auch Viren angezüchtet im Labor, tötet die dann vorab ab und verimpft dann diese abgetöteten Viren. Oder man verimpft nur noch Reste von Viren als Spaltimpfstoffe beispielsweise. Das sind alles Möglichkeiten. Man kann auch gentechnisch auf Zelllinien einzelne Virusproteine herstellen, rekombinante Proteine beispielsweise. Oder im Tierreich nutzt man auch Impfungen auf DNA-Basis. Also mit dem anderen Erbinformationsalphabet sozusagen. Also da gibt es eine ganz, ganz große Vielfalt, nochmal sogar abgesehen von den Bakterien, da gibt es dann noch ganz andere Konzepte. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Mechanismen, die man da sich zunutze machen kann. Aber ich glaube, das muss man nochmal erwähnen, die sogenannten mRNA-Impfstoffe sind in der Tat ein neues Impfprinzip. Da gibt es bisher keine zugelassenen Impfstoffe. Es sind jetzt die ersten beiden Impfstoffe, die mutmaßlich auch in Europa bald zugelassen werden. Und da hat man immer so ein gewisses Unbehagen, weil das ja so neu ist. Aber es ist eine sehr überzeugende Plattform, die man da nutzt. Das wird auch sicherlich eine der Plattformen der Zukunft im Impfwesen werden. Und wir haben ja ganz gute Zulassungsstudien mit relativ hohen Probandenzahlen bisher. Spricht alles dafür, dass auch diese neuartigen Impfstoffe sicher sind und gut verträglich sind. Es ist grundsätzlich so, dass das Immunsystem älterer Menschen, also 60 oder 70 Jahre oder noch älter, etwas träger anläuft und die Impfantwort in der Regel schlechter ist. Das deutet sich auch bei diesen neuen Coronavirus-Impfstoffen an. Erfreulich ist aber, dass nach meinem Wissen bei den Zulassungsstudien gerade beim BioNTech-Pfizer-Impfstoff auch ältere Patienten bis zu einem Alter von 85 Jahren in den Studien mit dabei waren und auch die haben eine ganz gute Impfantwort entwickelt. Also ich glaube, am meisten Geschwindigkeit aufgenommen hat man jetzt bei der Entwicklung dieser neuen Impfstoffe zum einen, dass man ganz viel Geld in die Hand genommen hat und dass sich ganz, ganz viele Wissenschaftler darauf konzentriert haben, genau dieses Ziel zu erreichen und sich ausschließlich damit beschäftigt haben. Das ist der eine Punkt, der uns Zeitgewinn gebracht hat. Und zum anderen ist es so, dass man innerhalb auch dieses bürokratischen Verfahrens einer Impfstoffentwicklung und Impfstoffzulassung geschaut hat, wie kann man das zeitlich optimieren. Da hat man was ineinander geschachtelt an den einzelnen Prozessen, hat angefangen, die Daten tatsächlich auch schon mal vorab zu prüfen und auszuwerten und nicht gewartet, bis dann alles fertig ist und erst dann das Datenpaket geöffnet. Von daher denke ich, dass das ein sicheres Verfahren ist, was jetzt die ganzen Bewertungen der Wirksamkeit angeht und der akuten Verträglichkeit angeht. Wo noch gewisse Lücken sein könnten, ist in der Betrachtung irgendwelcher möglicherweise vorhandener Langzeitschädigungen, Langzeitfolgen, von denen wir nicht ausgehen, dass es sie geben wird. Aber wir können es, das gehört zur Wahrheit, auch nicht ganz und gar ausschließen. Ich würde das nochmal ergänzen und unterstreichen aus klinischer Sicht. Wenn wir sehen, dass in dem sogenannten Verum-Arm, also da, wo das tatsächlich zur Impfung kam und nicht zur Verabreichung von Placebo, bei BioNTech-Pfizer über 22.000 Menschen geimpft wurden und bei Moderna waren es, glaube ich, etwa 15.000, dann haben wir ja schon mal eine Zahl von fast 40.000 geimpften Personen, die jetzt keine schweren Nebenwirkungen hatten. Damit kann man eigentlich ziemlich sicher sagen, häufige schwere Nebenwirkungen wird es auf keinen Fall geben. Seltene Nebenwirkungen, 1 auf 100.000, 1 auf 1 Million, das sind ja wirklich seltene Nebenwirkungen und auch Langzeitnebenwirkungen, die Sie Jahre später erst beobachten, die können wir nicht ausschließen. Das muss man wirklich ganz ehrlich sagen, da kann man nur mit einem gewissen Optimismus sagen, dass es nicht wahrscheinlich ist, dass die auftreten. Und wenn sie denn da wären, werden wir das erst in der Zukunft sehen, wenn viele Millionen Menschen geimpft sind. Das heißt also, ich glaube, zu sagen, okay, selbst wenn ich im Januar 2021 schon dran bin, warte ich lieber bis Juni, dann bin ich mir sicher, dass das okay ist. Das ist eine Wartephase, die gar nicht viel Zusatzinformation bringt, weil die häufigen Nebenwirkungen, die man zu Anfang erwarten könnte, die sind eigentlich durch die Zulassungsstudien schon ziemlich gut ausgeschlossen. Also am Ende bleibt eine kleine Blackbox, in die wir nicht reingucken können. Aber ich glaube, diese Risiken sind sehr überschaubar. Ich würde mich wundern, wenn es anders käme. Es sind Nebenwirkungen zu erwarten. Gott sei Dank sind es keine schweren Nebenwirkungen. Die gestern erst veröffentlichten Studiendaten der Phase 3, die ja zur Zulassung der Impfstoffe führt,
sagen bei BioNTech und Pfizer, das wird ja wahrscheinlich der Impfstoff sein, der auch erstmal in Deutschland vorrangig ausgegeben wird. Das ist schon bei mehr als 50% der Geimpften zu einer milden Lokalreaktion im Bereich der Einstichstelle am Oberarm kommt, die aber in aller Regel innerhalb weniger Tage wieder abklingt. Ein kleiner Teil der Patienten, das ist ein niedriger 1%-Bereich oder ein niedriger einstelliger Prozentbereich, die haben durchaus auch eine deutliche Rötung, eine Schwellung, eine Überwärmung. Aber auch das ist nicht ernsthaft. Und dann gibt es schon einen Prozentbereich von 20, 30, 35% der Impflinge, die danach Kopf- und Gliederschmerzen haben. Und nach der ersten Spritze ist es ein niedriger, einstelliger Prozentbereich, die auch Fieber entwickeln und die sich 1, 2 oder auch 3 Tage nicht richtig gut fühlen, die dann auch in die Apotheke gehen und zum Beispiel Ibuprofen sich holen oder Paracetamol. Und bei der zweiten Impfung ist der Anteil derer, die Fieber über 38,3 Grad entwickeln, etwas höher, liegt aber immer noch unter 10%. Das sind also Dinge, die, glaube ich, muss man sauber kommunizieren. Das ist kein Pappenstiel, das ist kein Peaks, der sofort überstanden ist. Es gibt am Ende dann doch eine gewisse Reaktion des Körpers. Aber sie ist nicht gravierend, sie ist überschaubar. Sie entspricht auch dem, was wir bei anderen Impfstoffen kennen. Das sind keine neuen Dinge. Und ganz, ganz wichtig ist mir, dass wir bei diesen über 30.000 Probanden, die wir gesehen haben in den Studien für die mRNA-Impfstoffe, keine gravierenden Nebenwirkungen hatten. Aber inzwischen hat ja in Großbritannien die breite Verimpfung des BioNTech-Pfizer-Impfstoffes an die Bevölkerung begonnen in den hohen Altersklassen. Und da hat man dann gesehen, das sind auch Dinge, die durchaus zu erwarten waren, dass Menschen, die von vornherein wissen, dass sie schwere Allergiker sind, dass sie schwer allergisch reagieren können, die ein Notfallkit deswegen auch immer mit sich führen, im Einzelfall, hier reden wir von bislang 2 Impflingen, durchaus auch mit allergischen Reaktionen auf diese neuen Impfstoffe reagieren können. Aber auch das waren ja bisher gut beherrschbare Komplikationen. Also bisher nichts, was gegen die Sicherheit der Impfstoffe spricht. Und noch einmal, die Sicherheit ist durch den europäischen Zulassungs- und Prüfprozess, der ja Ende Dezember wahrscheinlich mit der EMA-Zulassung enden wird, in meinen Augen in vollem Umfang gegeben. Wir können uns hier auf unsere eigenen europäischen Behörden verlassen. Es gibt ja klare Empfehlungen des Deutschen Ethikrates, der Ständigen Impfkommission und auch anderer Beteiligter. Und am Ende wird es eine abschließende Bewertung, die ja in der Entwurfsform auch schon veröffentlicht wurde, durch die Ständige Impfkommission geben, die dann auch vom zuständigen Ministerium, dem Bundesgesundheitsministerium, nochmal angeschaut wird. Und es kristallisiert sich jetzt mit Datum 9.12. heraus, dass man auf jeden Fall die hochbetagten Menschen, die das höchste schwere Erkrankungsrisiko bei Covid-19 haben, sprich 80 Jahre und älter mit Vorerkrankung, die wird man auf jeden Fall priorisiert gern schnell impfen. Man wird sicherlich auch im Krankenhauspersonal nochmal unterscheiden. Da wird man auch priorisiert erstmal gerne die impfen, die direkt an der Covid-19-Patientenversorgung beteiligt sind. Und dann kommen mit kleinen Abständen die weiteren vulnerablen Gruppen und Risikogruppen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns weiter in Geduld üben. Wir haben ja auch schon viel lernen müssen, dass Geduld zur Pandemie dazugehört. Weil wenn ich höre, dass Deutschland aus den europäischen Lieferzusagen der Hersteller erstmal für das erste Quartal 2021 7 Millionen Impfdosen sicher hat, dann entspricht das ja genau genommen 3,5 Millionen Impflingen. Und das ist keine so wahnsinnig hohe Zahl. Ich würde zum Vergleich immer dazu setzen, allein 5,7 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland im Gesundheitswesen, haben prinzipiell einen Anspruch auf diese Impfung. Und wenn man genau hinschaut, dann haben wir über 25 Millionen Menschen in Deutschland, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Vorerkrankungen zu Risikogruppen gehören. Das macht deutlich, dass das nicht so schnell gehen wird, wie wir uns das wünschen. Also wir brauchen da auch viel Geduld. Thank you.
Also man muss nicht schauen, ob man eine SARS-Corona-Infektion hat, die man nicht bemerkt hat. Was aber immer gilt, ist natürlich, dass man bei Impfungen gucken muss, ob das macht der Arzt, zu dem man dann geht, ob man jetzt gerade akut irgendwelche hochfiebrigen Erkrankungen beispielsweise hat. Das muss man natürlich sich ganz genau alles anschauen und daraufhin dann eben entscheiden, ob geimpft werden kann oder nicht. Aber dafür gibt es ja immer vor der Impfung eben auch die Untersuchung und Beratung durch den dann behandelnden Arzt. Aber eine SARS-Coronavirus-Infektion muss nicht explizit ausgeschlossen werden, weder ob sie jetzt gerade vorliegt, noch ob sie im Vorfeld da gewesen ist. Denn auch jeder, der eine Infektion bereits durchgemacht hat, sollte dennoch nochmal geimpft werden, weil die Immunität, die durch den Impfstoff aufgebaut wird, wesentlich höher ist als das, was wir durch eine natürliche Infektion erreichen können. Also impfen lassen, das hängt jedenfalls immer von dem jeweiligen, also das hängt vom jeweiligen Impfstoff ab. Bei den jetzt in der Pipeline vorhandenen Impfstoffen wird es so sein, dass man voraussichtlich zweimal geimpft werden muss. Es sind andere Impfstoffe in der Entwicklung, die auch nur vielleicht einmal gegeben werden müssen, aber das wird noch dauern, ehe die verfügbar sind. Das ist die Häufigkeit, wie man sich zunächst impfen lassen muss, dass man erstmal überhaupt eine Immunität aufbauen kann. Inwiefern man sich dann immer wieder impfen lassen muss, ob jährlich oder alle 2 Jahre oder alle 5 Jahre, das alles können wir heute noch nicht sagen. Da müssen wir einfach auch noch mehr Zeit haben, um das alles, überhaupt die Daten zu erheben, denn das Virus ist ja erst, wenn man so möchte, 1 Jahr in der menschlichen Bevölkerung und so können solche Daten noch gar nicht vorliegen. Also Sie können sehr viel beruhigter ins öffentliche Leben wieder eintreten, weil Sie einfach einen ziemlich guten Schutz vor einer schwer verlaufenden Covid-19-Erkrankung haben, der ja etwa 95% erreicht bei den mRNA-Impfstoffen und im besten Falle wohl etwa 90% bei dem ersten bald zugelassenen Vektorimpfstoff. Aber wir wissen nicht gut, ob die Impfung auch vor dem Virusträgerstatus und damit auch vor der Infektiosität schützt. Und wenn wir gelernt haben, dass diese mRNA-Impfstoffe zum Beispiel eine ganz gute Antikörperantwort im Blut und in den inneren Organen erzeugen, aber noch nicht so gut auf den Schleimhäuten, das sind dann wieder andere Antikörper, dann muss man davon ausgehen, dass diese geimpften Personen vielleicht doch schwach infektiös sein können. Und damit müssen sie leider auch weiter Abstand halten und Maske tragen, bis wir die Pandemie wirklich unter Kontrolle haben. Und ich glaube, wir haben gute Chancen, sie in einem Industrieland wie Deutschland eher früh mit hohen Impfraten unter Kontrolle zu bekommen. Aber das ist ein globales Geschehen und wir wollen uns ja auch, wenn wir uns frei bewegen, global frei bewegen. Das wird also noch wirklich dauern, auf jeden Fall das ganze Jahr 2021, bis man diese grundlegenden Abstands- und Hygienemaßnahmen und das Maskentragen wirklich für verzichtbar erklärt. Also auch da Geduld, Geduld, Geduld. Also ich würde Folgendes sagen. Wir wissen ziemlich sicher, dass Kinder unter 12 Jahren nicht besonders empfänglich für dieses Virus sind und im Regelfall auch so gut wie gar nicht erkranken. Schwere Verläufe sind eine absolute Rarität. Insofern muss man die auch gar nicht zwingend durch eine Impfung schützen. Und sie spielen auch jetzt nicht die große Rolle als Überträger. Es wird sicherlich in Folgestudien irgendwann auch Daten im Jahresverlauf 2021 zu Kindern und Schwangeren geben. Und daraus abgeleitet wird es auch dann eventuell Zulassungserweiterungen und Impfempfehlungen geben. Aber die Kinder habe ich jetzt gar nicht so im Fokus als Infektiologe, wenn ich an die Impfung denke. Das sind wirklich die Erwachsenen und vor allen Dingen die hochbetagten Erwachsenen. Das sehe ich ganz genauso, muss ich da ehrlich sagen. Also ich denke, bei den Kindern wissen wir von den anderen Impfstoffen, dass wir da meistens auch ein bisschen andere Dosierungen brauchen, weil das Immunsystem doch noch ein bisschen anders funktioniert bei den kleinen Kindern. Von daher muss man da abwarten, bis man wirklich auch Daten hat aus Studien, die auch Kinder untersucht haben. Das ist bis jetzt nicht der Fall. Ja, Berechnungen zufolge brauchen wir so ungefähr 70% Immunität in der Bevölkerung, um diese sogenannte Herdenimmunität, also diesen Gemeinschaftsschutz zu erreichen. Das ist eine ziemlich hohe Zahl und
wenn wir eben wissen, dass so viele Impfdosen zunächst nicht zur Verfügung stehen, wird es schon auch eine ganze Weile dauern, ehe wir diese Zahlen tatsächlich erreichen. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass es bei einer geringeren Anzahl der Immunität auch schon zu gewissen Veränderungen in der Dynamik kommen kann der Epidemie oder Pandemie, dass wir dann vielleicht einfach nicht mehr, das Virus sich nicht mehr ganz so schnell ausbreitet, auch wenn es sich in der Weite ganz genauso weit ausbreiten wird. Also solche Effekte wird man schon vorab, denke ich, sehen können.